Bekomme ich meine Altersrente automatisch oder muss ich einen Antrag stellen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de. Da ging es wieder um das Thema Altersrente und Rente planen. Unser Kunde meinte, dass er seine Altersrente gar nicht beantragen brauche. Er würde doch die so oder so automatisch bekommen, wenn er das entsprechende Lebensalter erreicht habe. Denn die Rentenversicherung kennt ja seine Daten und im Normalfall würden ja die meisten Leute irgendwie zwischen 63 und 65 in Rente gehen wollen. Nein, so ist es natürlich nicht. Grundsätzlich muss man eine Altersrente beantragen. Es gehört zu den Anspruchsvoraussetzungen mit dazu, dass man einen entsprechenden Antrag stellt. Und diesen Antrag, das ist etwas nicht Förmliches, den können Sie im Grunde genommen sogar am Telefon stellen. Das heißt also, Sie rufen die Deutsche Rentenversicherung oder Ihren Rentenversicherungsträger an, Ihren Regionalträger oder die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee und sagen zu denen, Leute, ich möchte am 1.12.2022 eine Altersrente haben. Bitte bewilligt mir meine Rente. Das ist ein ganz normaler Rentenantrag. Ich würde Ihnen nur den Tipp geben, stellen Sie bitte den Rentenantrag so, dass Sie einen entsprechenden Nachweis haben. Was kein Rentenantrag ist, ist die Tatsache, dass Sie vielleicht zu Beginn oder kurz vor Beginn Ihrer Altersrente mit 63 eine Rentenauskunft anfordern. Wenn Sie eine Rentenauskunft anfordern, dann steckt dahinter nicht explizit die Aussage, ich möchte jetzt in 6 Monaten, weil ich 63 werde, eine Altersrente haben. Da unterliegen manche von unseren Versicherten einem großen Irrtum. Solche Fälle hatten wir auch schon. Die haben sich dann gewundert, warum sie die Rente nicht bekommen haben. Und da habe ich dann gefragt, na, haben Sie denn einen Antrag gestellt? Na, ich habe doch die Rentenauskunft beantragt. Da hätte man doch erkennen können von der Rentenversicherung, dass ich eine Rente beantragen möchte. Nein, so ist es nicht. Sie müssen irgendwie klar zu erkennen geben, also eine Äußerung nach außen geben, ich möchte eine Rente haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und Ihren Rentenantrag für eine Altersrente eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.